Willkommen zurück, Leute, zu World of Warcraft Legion. Mit unserer Alex hier da hinten. Da hinten hat jemand auch meinen Raubvogel. Aber der hat keinen Namen. Meiner hat einen Namen. Ja, Remus. Mit Remus geht es beim Quest weiter. Der eingeschleuste Gnom sucht in den Stickwerken im Steinkrankgebirge nach Minx. Sie hat sich als Goblin-Puppenkontrolleur getarnt. Hier anscheinend das, was wir zuletzt gemacht haben. Ich weiß es nämlich gar nicht mehr so genau. Was liegt an? Kommt rein und bleibt an der Wand. Eine Tarnung darf nicht auffliegen. Ich folge dieser Bombe, seit ihr mich in Eschental gerettet habt. Was auch immer sie damit formen, wird bald geschehen. Ganz oben auf der großen Ölplattform gibt es einen Kontrollraum. Im Kontrollraum werdet ihr das Logbuch von Kromgar finden. Dieses Logbuch ist der Schlüssel zum Ziel der Bombe. Geht nach oben und holt das Logbuch. Bringt es hierher, ich werde es für euch dechiffrieren. Bleibt gut drauf! Ja! Okay. So, wir bleiben gut drauf. Ja. Dann holen wir uns das mal hier. Das muss ja hier irgendwo in der Nähe sein. Ich habe, glaube ich, schon wieder ein anderes Outfit an. Anscheinend zuletzt Bock drauf gehabt. Das ändere ich ja gerne mal. Ich hoffe, es gefällt euch. So sehe ich im Moment aus. Mit dem, was ich gerade so zur Verfügung habe, wurschtel ich mir immer einen zurecht. Ich habe jetzt ein paar Tage nicht gespielt, wie ihr wisst. Ich war ja gar nicht zu Hause die Tage. Und von daher muss ich erstmal reinkommen. Von meinem Urlaub zurück. Ist es hier? Ist es hier? Ich glaube, weiß nicht, muss ich hier? Nee, wer hat das? Von Kromgar. Logbuch von Kromgar. Bestimmt ist das irgendwo oben. Oder sonst irgendwo. Wo ich hier? Wo ist denn der? Wo finde ich das? Wo muss ich hin? Nach oben bestimmt. Da geht's doch noch hoch. Da ist schon die Bombe, der Plan wieder hier. Wir durchkreuzen deren Pläne. So. Bist du hier irgendwo? Bist du da? Da ist es doch. Da ist das Logbuch von Kromgar. Ich dachte, ich muss dafür jemanden killen. Aber nein. Okay, Maschinenraum, alles klar. Haben wir. Jetzt geht es wieder zurück. Mache ich einfach den schnellen Weg? Ja, ne? Ja, was soll's. Oh, wir sind sogar am Wasser gelandet. Das ist ja schön. Hallo. Okay. Gut, prima. Die Schlickwerke. So, ab da nach oben. Uns kann ja nicht viel passieren. Was soll uns auch passieren? Die sind doch alle nicht stark. Na, kriegt ihr es alleine hin? Und noch der. Okay, wunderbar. Dann können wir den ganzen Müll hier auch mitnehmen. Och, Leute. So, das mache ich jetzt aber nicht. Komm mal mit, Remus. Da wird er sich ja freuen hier, ne? Yo, das Logbuch bekommen. Oh nein, sie wollen die Bombe im Hain von Taldara testen. Das ist eine Schule für junge Druiden mitten im Kriegsnamental. Ihr müsst zu Baros zurückkehren und ihn davon unterrichten. Meister Taldara muss gewarnt werden. Kommt bald wieder. Level up, Stufe 36. Dungeon freigeschaltet, Düsterbruch. Was noch? Schönes. Ja, Remus hat natürlich auch Stufe 36. Der Begleiter geht ja immer mit vom Level. Das kennen wir ja schon. Hier kriegst du mal ein bisschen Heilung und ein weiterer Quest. Lauf! Verschwindet hier, Alexiel! Sucht Baros auf und sagt ihm, was ihr rausgefunden habt. Er wird dafür sorgen, dass ihr sicher durch das Kriegsnamental zur Aussicht von Taldara gelangt. Für diese jungen Druiden ist es noch nicht zu spät. Ja, schön, dass ich helfen konnte. Ja, schön. Okay, also wieder zurück. Wo muss ich dafür hin? Okay, das ist ein ganzes Stück. Dafür machen wir selbstverständlich einen Cut. Dann geht das viel, viel schneller. Also bis gleich. So, da sind wir angelangt beim Speerkommandant Baros. Hallo, verdammte Horde. Ich habe Freunde in diesem Hain. Ich hoffe, ihr könnt auf einem Hippogryph reiten. Ihr müsst sofort zu Meister Taldara an der Aussicht aufbrechen. Im Hain von Taldara leben Dutzende Schüler. Die meisten können sich nicht wehren. Man wird sie abschlachten. Informiert Meister Taldara über die Pläne der Horde. Er wird euch erklären, was als nächstes zu tun ist.
Fiora Mondsegler hat euch ihren schnellsten Hippogryph gegeben, fliegt damit zur Aussicht von Tal'Dara. Seht nicht zurück, Alexiel. Die Horde muss aufgehalten werden. Ja, sehe ich auch so. Ich sehe nicht zurück. Auf keinen Fall. Können wir wieder einen schönen Screenshot machen? Ist immer so schön, vor sich hin zu flattern. Sehr schön. Schaut euch das an. Voll das Panorama hier und der Mond im Hintergrund. Wo geht's hin? Na, na, na. Oh, sind wir angelangt? Wir sind angelangt. Entdeckt Aussicht von Tal'Dara. Hallo. Ich bin geehrt. Neuer Flugpunkt, Leute. Oha, schaut euch mal an, was wir hier schon alles abgeklappert haben. Die sehr schön. Schütze euch. Wie heißt der Punkt überhaupt, wo wir gerade sind? Aussicht von einer Steinkrankebirge. Okay. Bis bald. Logisch. Wo sollen wir hin? Hier ist ein Stallmeister. Kann ich behilflich sein? Aha, hier können wir... Unsere Begleiter könnten wir hier auch mal wechseln jetzt. Will ich das überhaupt? Hier ist unser Säbelzahnvieh. Wir haben ja nicht so viele Plätze frei, ne? Vielleicht mal irgendwie hier mal Hamlet irgendwie austauschen oder doch lieber Remus. Wen wollen wir denn mal? Im Moment passt der so also optisch. Optisch passt ja hier eher Dings hin. Balthasar. Ja, Balthasar den Dunklen. Und packen unseren Remus mal weg. Dann haben wir wieder mal einen Platz frei, bis wir die nächste Stufe erreichen. So. Das sieht doch schon ganz gut aus. Händler. Brauche ich eigentlich nicht. Wobei, ja, naja. Wir können mal hier, genau. Heimatort machen. Machen wir mal. Falls was passiert, sind wir hier. Und da sollen wir hin. Was schön die hier? Wer sind die? Guck mal hier, die Hunde, die Wölfe oder wie auch immer, die chillen hier so voll mit und sitzen hier. Wir leben in wirklich schlimmen Zeiten, Alexiel. Unser Außenposten auf dem Steinkrallengipfel wurde von grausamen Kreaturen aus der Tiefe überrannt. Und die Horde will uns vernichten. Wir brauchen eine Heldin, Alexiel. Eine Soldatin der Allianz, die uns sicher durch die schweren Zeiten führt. Garrosh Höllschrei, ich verfluche den Tag eurer Geburt. Ich verfluche den Tag eurer Geburt. Meine armen, hilflosen Schüler sitzen im Hain von Tal'Dara fest. Wegen der Schlacht, die im Kriegsnamental tobt, können sie nicht entkommen. Wir müssen die Kinder retten, bevor die Horde ihre Bombe abwirft. Nehmt meinen Hippogryph und rettet damit die junge Droiden im Hain von Tal'Dara. Setzt sie am Hippogryphenposten hier in der Stadt ab. Rettet sie alle, Alexiel. Ihr seid wahrlich unsere einzige Hoffnung. Ja, ja. Euch die Sterne gibt leiden. Ja sonst nicht mehrere WoW-Helden hier. Nur mich. Nur ich kann retten und helfen. Können ja auch erstmal schlafen gehen oder auch nicht. Ich wollte ja auch nur gucken, was hier oben ist. Ja, ja, gut, ich helfe dann mal. Ich werde gebraucht. Die Menschen sind in Not. Die Elfen und so. Die Leute halt, die wir gar nicht kennen, brauchen uns alle. Ich kann aber auch nicht jedem helfen, ne? Irgendwann reicht's auch mal. So, wir galoppieren mal runter. Hier, Kriegsnamental entdeckt. Sehr schön. Dann können wir mal hier runter reiten. Ab nach unten. Da stehen sie schon alle. Die Gegner. Wir schlängeln uns hier einfach mal durch. An den Gegnern. Hier tobt die Schlacht. Naja. So viel ist jetzt hier auch nicht. Da geht noch was. So, wir reiten einfach mal voran. Oh, ich bin hier... Ups. Ein bisschen... Naja, egal. Runtergeknallt. So, wer läuft hier rum? Was ist mit denen denn los? Leute, was ist mit euch los? Hilfloser junger Druide gerettet. Ja, dann wollen wir mal. Komm her, wir werden alle sterben. Komm her. Was mache ich denn jetzt mit denen? Soll ich die jetzt hier jagen oder... Ich soll ja hier jetzt irgendwie was machen oder... Wie? Rettet die Kinder. Druide gerettet. Ah, Schüler sitzen im Heim. Ja, ja.
Nehmt meinen Hippogriffen, rettet damit jungen Druiden im Hain und ersetzt sie im Hippogriffen Posten hier in der Stadt ab. Aber ich reite da ja irgendwie, oder wie läuft das jetzt hier? Hallo? Hilfe! Ja, ich... Hier! Könnt ihr im Moment nicht tun. Oder ist da jetzt schon einer? Und, aber ich habe doch gar keinen bei mir. Oder wie? Da hinten macht mir das einer vor? Oder wie läuft das? Ja, der hat einen hinten drauf. Komm mal her! Muss ich die irgendwie so richtig... Guck mal hier, so vielleicht. Das ist zu weit entfernt. Wie mache ich das denn? Komm mal her! Ich bin außer Reichweite. So, außer Reichweite. Hallo. Nötigt Hippogriffe von Tal'Dara. Junge Druiden absetzen. Retten. Ach so. Hier wird alles in die Luft fliegen. Vorwärts. So, dann. Wo ist der Standort? Leuchtet der oder so? Weiß ich, wohin ich die bringen soll. Hier, da. Hallo. Da wir fliegen können. Hier vielleicht rauf. Da. Gerettet. Scheiße. Könnten wir höher fliegen? Ja, wir können höher fliegen, wenn du das schon so sagst. Dann klar. Können wir. Kein Problem. Wer ist denn das hier? Rettet die Kinder. Wo soll ich die hinbringen? So, setz sie am Hippogriffenposten hier in der Stadt ab. Und er sagt höher fliegen. Och Mann, ey. Scheiße, ne? Wenn man immer keine Ahnung hat, ey. Wo ist denn der Standpunkt? Da vielleicht? So irgendwie so. Hä, hier so. Könnten wir höher fliegen? Nein! Ich flieg so, wie ich will. Ist hier der blöde Posten? Da. Tada. Nein, auch nicht. Scheiße. In der Stadt. Könnten wir höher fliegen? Wieso sagt er das immer? Ist dir das hoch genug hier, oder? Wie hoch willst du fliegen? Wollen wir mal so hoch fliegen? Hier oben sollst du bestimmt abgesetzt werden. Und dann lasse ich dich einfach... Diese Freundlichkeit werde ich euch niemals vergessen. Hä? Soll ich dich mal absetzen? Segeln. Was passiert denn dann? Wir segeln mal. War das jetzt? Absetzen. Benötigt Hippogriffenstation. Achso, wir können ihn gar nicht absetzen und in der Luft einfach mal irgendwo so ins Jenseits befördern. Schade. Wäre lustig gewesen. Ich werde euch diesen Gefallen zurückzahlen. Ja, pass auf, was du sagst, weil irgendwie weiß ich hier gar nicht, wohin, mein Freund. Hier, das ist doch gut. Schön hier oben hin, da so, nur andersrum. Funktioniert ja alles ganz toll. Vielen Dank, Freund. Komm, hier, tschüss jetzt. Das ist auch nicht die Station. Muss doch irgendwo hier... Wenn wir die einfach mal hier so... Tschüss. Auch nicht. Okay. Kein Ding. Ihr seid ein Held. Naja. Im Moment bin ich eher so ein bisschen überfragt, mein Lieber. Hier vielleicht? Hier so runter und so. Wunderbar mittig vom blauen Kreis. Druiden absetzen. Weiß nicht, was das Segeln bedeutet. Fluggeschwindigkeit haben wir damit erhöht. Also, okay. Ich bin überfragt, wo die Station ist, Leute. Aber ihr merkt es ja wahrscheinlich. Die laufen hier rum, ne? Und kann das doch nicht so weit entfernt eigentlich sein. Hier ist so ein oller Brunnen. Da irgendwie vielleicht einfach... Abgesetzt. Fertig. Auch nicht. Ich gucke jetzt mal, wo diese dumme Station ist, wo ich dich hinbringen kann. Bis gleich. So, ich weiß jetzt Bescheid. Ich bin die Strecke jetzt schon geflogen. Erstmal wieder hier. Ich bin außer Reich. Einen anwählen. Sagen, komm mal mit, bis er dann halt Bock mal hat, irgendwie zu kommen. Weil eigentlich wollen wir sie ja retten. Die sollten ja eigentlich auf uns zugestürmt kommen. Und dann fliegt man einfach zum Flugmeister wieder zurück. Was ja logisch eigentlich ist, weil von ihm haben wir ja den Hippogriffen, aber trotzdem dachte ich, die Station wäre woanders. Ja, da geht's jetzt erstmal hoch. Die sind wieder alle total begeistert. Wir machen unser Segeln, schnelles Fliegen. Geht ein bisschen schneller. Und zwei müssen wir noch abgeben.
Ich habe das jetzt mal ein bisschen gespart für euch, dass hier nicht mehr alle gezeigt werden müssen. So, hier zurück können wir ihn dann loswerden. So, und jetzt noch einer, dann haben wir es auch geschafft. Wunderbar. Machen wir ein bisschen hinne hier. Einer, ein Kind müssen wir noch retten. Ja. Wobei ich nicht verstehe, wer rettet die Kinder? Hilfloser junge Druide. Also, sind das denn Kinder? Die sehen so erwachsen aus. Aber gut, wie ihr meint. Komm mal her, du. Komm her, du Kind. Komm her. Oh Gott. Da freut sie sich. Wir müssen ja auch mal ein paar Frauen hier retten. Ich habe irgendwie nur Männer weggebracht. Und das war's dann auch. Eines Tages werde ich euch diesen Gefallen zurückzahlen. Wie denn? Wenn wir eine mächtige Kriegerin sind, dann musst du genauso mächtig sein, sonst kannst du uns gar nicht helfen. So. Wir nehmen das natürlich dankend trotzdem an und werden dich jetzt auf nette Art los. 5 von 5. Abgeschlossen. Vielen Dank, ihr habt mir das Leben gerettet. Woo. Ja, woo. Okay, cool. Sehr schön. Okay, da ist ein Kaninchen. Das wollen wir aber nicht töten. Wir gehen jetzt hier rein. Hui. Geben den Quest ab. Hallo. 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 So, runter da. Was führt euch hierher? Hab Dank, Alexiel. Die Heldin, auf die wir gewartet haben, ist endlich gekommen, um keinen Augenblick zu früh. Die Horde signalisiert den Rückzug. Seht, wie sie das Schlachtfeld verlassen. Das ist der Vorbote einer Katastrophe. Wir müssen ein letztes Mal im Hain von Tal'Dara landen. Ich würde es nicht ertragen, wenn euch nur ein junger Druide zurückbleiben, wenn auch nur ein junger Druide zurückbleiben müsste. Helft mir, Heldin. Ich nehme die Zügel, sucht ihr nach Druiden, die vielleicht zurückgelassen wurden. Wir brechen auf, wenn ihr bereit seid. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Bereit, bereit. Los geht's. Wieder mal fliegen wir. Da hinten ist der Bombenluftballon nicht gut. Da wird die Bombe abgelassen. Letzte Anstrengung unternommen. Oh nein, wir kommen zu spät. Der Hain ist vernichtet und mit ihm alle unsere Träume und Hoffnung. Oh nein. Scheiße. Und wieder zurück. Ja, alles zerstört. Die Schweine. Ja, okay, war doch nix. Dann wieder zurück, ne? Die Horde wird für dieses Verbrechen bezahlen. Höllschrei muss sich dafür verantworten. Wie darf ich helfen? Wisst ihr, weshalb die Horde zerstört? Die Horde zerstört, weil sie Schönheit nicht begreifen kann. Sie fürchtet sie und was sie fürchtet, muss sie zerstören. Warum sonst zerstört sie den Hain von Tal'Dara? Gemeinsam werden wir dafür sorgen, dass sie etwas verstehen. Sie werden verstehen, dass ihre Taten einen hohen Preis fordern. Wir müssen versuchen, Kontakt zum Weitblicktal im Süden herzustellen. Unsere danassischen Glevenwerfer stehen euch zur Verfügung, Alexiel. Schlagt mit ihnen eine Schneise in die anrückenden Hordenstreitkräfte und räumt einen Weg ins Weitblicktal frei. Hoffentlich ist es noch nicht zu spät, um das Tal zu retten. Sollte das Weitblicktal unversehrt sein, dann sucht dort nach Hierophant Malyk und informiert ihn über unsere Lage. Seid vorsichtig. Jawohl. Das tun wir natürlich. Typ. Dann, wie kommt man da am besten hin? Man reitet dahin oder wie komme ich da jetzt ein bisschen runter? Ich bin da immer jetzt hingeflogen. Ach, da hinten sind ja noch mehr Quests. Das ist schön. Gut, hallo. Korra heißt ihr Remus. Cool, mal eine Drenai-Spielerin zu sehen. Ich finde die eigentlich ganz cool, wie gesagt. Was führt euch hierher? Eine dunkle Magie ergreift den Steinkrallengipfel. Als die Horde in Steinkrallengebirge einmarschierte, fiel mir auf, dass einige der Schildwachen krank wurden. Kurz daraufhin verhielten sie sich seltsam. Als die erste Tentakel aus dem Boden schoss, griffen die kranken Schildwachen uns an. Wir verloren den Außenposten kurz danach. Die Schildwachen im Gipfel sind nur noch Hüllen. In ihnen steckt etwas Böses. Rettet die Schildwachen zur letzten Runde, bringt ihre Gleven an euch. Mit jeder zurückgebrachten Gleve kann eine gefallene Schwester identifiziert werden. Zurück in die Tiefe. Ranken schließen aus dem Boden und terrorisieren den Steinkrallengipfel. Meine Schildwachen werden ihrer nicht Herr. Ich vermute, dass es im Herzen des Steinkrallengipfels eine Macht gibt, die diese Ranken kontrolliert. Wenn wir diese Macht aufhalten, werden die Ranken vielleicht in die Tiefen zurückkehren, aus denen sie gekommen sind. Wir nehmen alles an. Ich bin ganz von Uranin Saretna.
Die Welt gerät aus den Fugen, Alexiel. Vertraute Feinde versuchen uns an einer Seite zu zerstören, während uralte Kräfte uns von der anderen bedrängen. Uranin Serena seufzt. Ich hab bessere Zeiten erlebt. Hellere Tage und ich sehne mich nach ihnen. Hinter dem Steinkrangipfel stehen die Ruinen unseres alten Außenpostens. Die Dunkelheit hat ihn überrannt. Solltet ihr euch in dieser Gegend aufhalten, könntet ihr danach meinem Zeichenbuch suchen. Es steckt voller glücklicher Erinnerungen. Ich würde euch gut für seine Rückgabe belohnen. Aber natürlich, zeichnet selber gerne. Ein Zeichenbuch, das kann ich verstehen, dass man das wieder haben will. Mach ich. Bin auf dem Weg. Beeil mich. Nehm mir meinen coolen, lustigen Gedankenwurm. Und Wurmel. Wurmel dahin. Hui. Hui. Hier ist wieder ein Hamlet. Ja, wir können hier einfach kaputt bashen, oder? Das war's dann doch. Ja, genau, okay. Oh, cool, dann haben wir die erledigt. Neo, Neo. 2 von 10. Was gibt's hier noch zu tun? Den Großen hier bestimmt. Herold. Dingens. Wo ist denn eigentlich mein Begleiter hier schon wieder? Balthasar. Wo bist du? So, das war's. Den haben wir auch getötet. Der gibt uns auch... Was hat er uns gegeben? Irgendwas Besseres? Nö, ne? Hier haben wir irgendein geringer Mondstein. Aha. Ja, okay. Huch. Eine Tentakel hat mich angegriffen. Elendes Vieh. Ihr werdet alle sterben. So, du stirbst auch. 6 von 10. Es geht ja relativ fix hier. Jo, 7 von 10. Aber ich will eigentlich eher in die Richtung. Laufen wir mal in die Richtung. Wir nehmen mal unseren Elsch. So. Was macht ihr alle hier so? Ich hoffe, ich muss die nicht looten und vergesse das die ganze Zeit. Also die kann man gar nicht. Dann haben wir sie noch hier. Ich bin außer Reichweite. Und das Ding da hinten. 9 von 10. Oh doch, ich muss diese Gleben hier einsammeln. Ach. Das ist natürlich blöd. 10 von 10. Okay, das haben wir dann schon mal erledigt. Dann gehe ich mal wieder in das Gebiet hier. Och, wie süß, ne? Maultierhirsch. Kann man die auch als Begleiter nehmen? Oh, die sehen so süß aus. So irgendwie so gar nicht so, als ob die als Begleiter kämpfen sollen. So, los, kleines Rehkitz. Wehr dich gegen die Titanen. So, von denen sollen wir ja die einsammeln. Machen wir das mal. Dann hätte ich die anderen bestimmt ja auch schon längst fertig haben können. Komm mal hier. Hallo, Überraschung. Ganz viel eingesammelt. Sehr schön. Da ist wieder eine Uji. Korrumpierte Schildwache. Nicht mit mir. Du. Kleine. Komm mal runter. Kann ich das... Oh Mann, ich bin nicht nah genug dran, ne? Oh Mann, jetzt liegt die da oben, die Glebe. Voll blöd. Dann bleibe ich hier unten. Hallo. So. Gib mir was. Bruder Rabeneiche war das. Oh Gott. Den wir hier alles töten müssen. 6 von 8. Du kannst da hinten auch mal wieder platt gehen. Leute, wo seid ihr? Versteckt ihr euch? Da ist wieder jemand. So, 7 von... Ach komm, einer noch. Wenn der nächste mir hier über den Weg läuft, das... War's dann. Da oben. Hast du dir so gedacht? Nicht mit mir. Und das war sie, die 8. So, was fehlt noch? Das Zeichenbuch. Natürlich. Ach, da müssen wir sowieso nach da oben. Das geht aber nicht. Da komme ich nicht ran. Das ist nicht der Weg. Zeichenbuch, Zeichenbuch. So, das geht nicht. Hier vielleicht lang. Hier vielleicht. Hat die das bei sich? Das liegt bestimmt da oben. Wie immer. Hallo. Da ist es doch. So, da ist das Zeichenbuch der Urahnen.
Das geben wir zurück. Ganze drei Quests nochmal eben hier erledigt. Ich mache einen Cut, verabschiede mich. Wir sehen uns, hören uns im nächsten Part von World of Warcraft, Leute. Ja, und dann geht's weiter mit Tal'Daras Rache und Co. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.